Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland, zur allgemeinen Information, insbesondere für deutsche Bürger, die sich in Russland aufhalten. 599.705 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert. Dies sind 7.425 mehr als am Vortag. 12.013 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit erhöht sich die Anzahl der Genesungen auf insgesamt 356.429. Es verbleiben noch 234.917 Aktivfälle zur Behandlung in medizinischen Einrichtungen. 8.359 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 153 Patienten starben am Berichtstag. 17,5 Millionen Virusteste wurden durchgeführt, somit 300.000 am Berichtstag. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 12%. Schwerpunkt der Coronavirus-Erkrankung ist der Großraum Moskau mit 270.974 Erkrankten. Weiterhin befinden sich in der Top-5-Gruppe der Großraum St. Petersburg mit 26.699, die Region Nischni Nowgorod mit 15.990, das Gebiet Sverdlovsk mit 11.311 und das Gebiet Rostov am Don mit 8.815 Erkrankten. 2.348 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert, 27 mehr als am Vortag. 82 Patienten konnten am Berichtstag aus den medizinischen Einrichtungen entlassen werden. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Genesenen auf 1.300 Personen. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum einen Todesfall. Insgesamt hat Kaliningrad 38 Sterbefälle zu beklagen. Kaliningrad befindet sich gegenwärtig in der zweiten Etappe der Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens.